lernen. Und du befragtest mich, ob ich mit Pferden, die du senden würdest, nach Heilbronn zurückbegehrte. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum 7. Baden-Württembergischen Theatertagen hier in Heilbronn. Es ist ein ungeheures Spektakel, das hier aufgeboten ist. Das größte, das es überhaupt jemals in Baden-Württemberg auf Theatertagen gegeben hat. 34 Aufführungen von 12 Bühnen unseres Landes, von Schiller bis Falada, von Ernst Toller bis zu einer Sinti-Revue des Autors Michael Krausnick. Dazu Diskussionen, Workshops, Kindertheater, Kabarett. Es wird alles da sein. Wir sind hier in Heilbronn und deshalb haben Sie ganz sicher eben auch die Dame erkannt, die mit dem Schiff hier ankam. Wer kann es anderes sein? Natürlich das Käthchen von Heilbronn. Aber unter diesem Kostüm verbirgt sich noch jemand ganz anderes, eine sehr bekannte Schauspielerin. Und wenn Sie mögen, dann raten Sie doch einfach mal mit, wer denn diese Schauspielerin sein könnte, bis wir in einer Dreiviertelstunde dieses Geheimnis dann lüften. Kreuzweise wie Messer auf die Brust. Ich will nicht mehr ins Kloster gehen. Nach Heilbronn will ich mit dir zurückkehren. Den Grafen will ich vergessen. Ich will den heiraten, den du willst. Sollt auch ein Grab 8 Ellen tief mein Brautbett sein. Bürgermeister, Regisseure, Intendanten und Jongleure haben gehört von unserem Fest und sind heute hier die Gäste. Käthchen, Mädchen, warum bist du nicht mein... Ich bin das Käthchen von Heilbronn. Oh, Käthchen, du! Darf ich auch mitspielen? Nein! Wir hoffen, die wichtigsten, die spannendsten Minuten für Sie aufzeichnen zu können. Zunächst einmal gebe ich nach Schloss Wetterstrahl, wo sich Magdalena Müller aufhält. Hier die geisterliche Kampfbahn, wunderbares Kampfwetter. Können Sie noch ein paar Worte zum Publikum verlieren? Ja, Kaiser ist da mit schöner Krone und Priester. Die Frage kann jetzt nur heißen, wo bleibt Käthchen? Oh, ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ein wenig Köstern und um den Finger wickeln kann! Mich stinkt! Sie ist des Kaisers Tochter. Behalt sie! Das war das Käthchen von... Das war das Käthchen von... Das war das Käthchen von Heilbronn, Heilbronn, Heilbronn! Heiligsblechen, was haben die da nachstellt? Ui, 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 was die baut, hein? Aber scheiß schon. Es scheiß der Ader ist schon. Naja, ein bisschen was hab ich ja auch dazu dann. Es ist ja gute Tradition auf den baden-württembergischen Theatertagen, dass sie immer dort stattfinden, wo ein neues Haus eingeweiht wurde. Das letzte Mal war es Esslingen, dieses Mal ist es Heilbronn. Das Heilbronner Haus, 2,5 Jahre ist es alt, hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Herr Oberbürgermeister Weinmann, in der Zeit, als Sie Kommunalpolitiker waren und nicht Oberbürgermeister waren, waren Sie nicht gerade ein Motor fürs neue Theater? So kann man das sagen. Ich war immer ein bisschen zurückhaltend, bedächtigt. Mir hat die Euphorie nicht so gefallen. Aber im Grunde genommen war ich immer für ein Theater und bin heute glücklich, dass wir ein Theater haben und identifiziere mich auch voll und ganz mit unserem neuen Theater. Also vom Theater Saulus zum Theater Paulus, bissle? Ein bissle, aber nicht so weit. Bevor wir nun einen weiteren Streifzug machen durch die Theatertage, zunächst nochmal Einblick auf die Geschichte des Heilbronner Theaters. Es war nach dem Krieg zumindest ein Kurs, ein Kulturkurs mit angezogener Theaterbremse. Theodor Fischer hatte das alte Stadttheater im Jugendstil erbaut. Juli 1970. Das von Kriegsbomben zerstörte Gebäude wird vollends gesprengt. Die frohe Kunde vom Rathaus ein Jahr später, zumindest ein baureifes Modell für den Stadttheaterneubau, steht. Dass wir heute im Augenblick beim Überleben wollen ganz andere Sorgen haben als den Theaterbau, das muss ich ganz offen bekennen. Theater gespielt aber wurde seit 1951 hier, im großen Saal des Gewerkschaftshauses. Für die Schauspieler damals wirkliche Tespis-Kernearbeit. Eine Toilette gibt es nicht im Hause. Man muss hier über den Hof gehen rüber. Ein Waschbecken ist, glaube ich, auch schon seit 2 Jahren im Haus. Es wird heute als Luxus bezeichnet. Früher war es noch primitiver.
Wir hatten eine kurze Probenzeit von 3 Wochen und die Stücke mussten in einem Monat abgespielt werden. Und dann kam schon wieder das nächste. Ein Bühnenbild konnte nicht aufgehoben werden, die Werkstätten waren zu klein und es war alles sehr beengt. Es musste also weg vom Platz und es kam das neue Stück. Nach Abgang von der Bühne rechts mussten die Mimen zum Auftritt von links eine Runde ums Haus drehen. Da, da, bei Shakespeare, bei dem steht was drin. Trotz 17 Jahren Wartens glaubte Theaterleiter Walter Bison noch immer an den Deus Ex Machina. Ich meine, wenn es 3-4 Jahre dauert, müsste man diese Zeit noch dran setzen, denn immerhin sind ja schon viele Planungskosten entstanden. Einen großen Auftritt im neuen Haus hat Walter Bison nie erlebt. 1980 trat er ab. Eine Woche vor Beginn dieser Theatertage starb er, 71-jährig. Ich möchte meinen, dass die Stadt Heilbronn als Oberzentrum verpflichtet ist, auszustrahlen. Und dazu gehört einmal auch das Theater. Aus diesem Grunde meine ich, dass die Denkpause genutzt werden sollte, um die Frage nach der Dimensionierung zu stellen. Ob ein Theater mit 750 Plätzen tatsächlich von Heilbronn gefüllt werden kann. Am 16. November 1982 fiel mit der Einweihung des 67-Millionen-Projekts nach 21 Jahren Spielzeit der Schlussvorhang in der Tragikomödie namens Heilbronner Theaterbau. Nicht weitsichtige kommunale Kulturpolitik hatte Regie geführt, sondern eine verschworene Bühnengemeinde von Bildungsbürgern, die zudem 2,5 Millionen Mark Spenden eingetrieben haben. Noch 1980 Kulturschlusslicht im Land, lässt sich Heilbronn heute sein neues Image jährlich 6 Millionen Mark kosten. Feste Mitarbeiter, davon 56 im künstlerischen Bereich, haben modernste Arbeitsbedingungen. Von einem Hauptsteuerpult kann die gesamte Bühnenmaschinerie elektronisch programmiert und gefahren werden, ohne Kulissenschieber. Dass die Inszenierungen im rechten Licht erscheinen, wird am Beleuchtungsstellpult geregelt. Insgesamt umfasst die vollelektronische Lichtorgel 308 regelbare Stromkreise. Mehr Kunst also durch mehr Technik. Hier haben wir ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten. Hinzu kommt, dass wir jetzt auch Musicals spielen, was eigentlich für einen Sprechschauspieler ein besonderes Vergnügen ist, will ich sagen. Dann spielen wir die Stücke nicht nur 3 oder 4 Wochen, sondern ein ganzes Jahr. Das heißt auch, dass wir länger an einer Rolle arbeiten können. Denn die Arbeit an der Rolle hört für einen Schauspieler nicht in der Premiere auf. Wir haben in Heilbronn ein Einspielergebnis von 29%. Das heißt, dass von den Gesamtausgaben 29% durch Eigeneinnahmen gedeckt werden. Das ist bei vergleichbaren Theatern zwischen 100 und 500.000 Einwohnern der Städte das beste Ergebnis. Zum Spielplan ein Zitat des Verwaltungsdirektors. Der relativ hohe Mieterstand erleichtert das dosierte Anbieten der Problemstücke und lässt so eine Bedürfnislenkung zu. Auch wird jeweils eine Produktion pro Spielzeit nur mit prominenten Gästen besetzt. Natürlich ist die Situation am Heilbronner Theater nicht unbedingt übertragbar auf alle anderen Stadttheater. Konstanz hat sicherlich ganz andere Probleme, Freiburg natürlich auch. Aber trotzdem, auf einer ganz grundsätzlichen Ebene ist die Situation natürlich doch relativ ähnlich. Heilbronn übrigens unterscheidet sich von manchen anderen Stadttheatern dadurch, dass es auch versucht, zu ausländischen Autoren Kontakte aufzunehmen. Eine der beachtetsten Premieren in der letzten Spielzeit war ein Stück des englischen Autors, des Liverpooler Autors Phil Young. Kristallklar heißt dieses Stück. Phil Young, das ist ein sehr persönliches Stück, das Sie da geschrieben haben, über die Beziehung von zwei Frauen zu einem Mann. Und Blindheit spielt eine sehr große Rolle. Warum haben Sie ein solches Stück geschrieben und nicht zum Beispiel, wie man das von einem jungen Autor erwarten kann, ein mehr politisches, direktes, härteres Stück? Ich habe ein persönliches Stück geschrieben, weil ich eine für mich fast umwerfende persönliche Erfahrung gemacht habe.
Ich war mal 10 Tage in einem Meditationszentrum, wo man mit niemand sprechen durfte und 18 Stunden pro Tag meditieren musste. Vor mir saß ein blinder Mann, mit dem ich gemeinsam in einem Zimmer schlief. Ich beobachtete diesen Mann die 10 Tage lang ganz genau und hatte während dieser Zeit auch selbst oft die Augen geschlossen. So kam ich auf die Idee zu Kristallklar. So that's how I got the idea. Sie waren sehr erfolgreich in London beispielsweise, auch auf der New Yorker Theaterszene hat sich Ihr Stück bewährt. Haben Sie denn trotzdem noch Lust, mit Heilbronn, dem Stadttheater Heilbronn, zusammenzuarbeiten? Oh yes, I like the people here. Ja, unbedingt, denn ich mag die Leute hier sehr gern. Im Augenblick inszeniere ich hier Ghetto von Joshua Zobel. Die Premiere ist Mitte Mai. Und dann inszeniere ich für Herbst mein zweites eigenes Stück, Kissing God. For Kissing God, the second play that... Bei Kissing God ist mir sehr wichtig, dass ich mein eigenes Stück selbst inszeniere. Schließlich bin ich ja Regisseur und arbeite mit den Schauspielern. Ich möchte mehr Kontrolle haben, was die Übersetzung angeht, aber natürlich auch übers Bühnenbild und die Gesamtinszenierung. Denn wenn man einmal sein Stück aus der Hand gibt, weiß man ja nicht mehr, was damit angestellt wird. Also, welchen Oberschenkel nehmen wir denn heute? Hm? Richard, lebensfroh, aber schwer zuckerkrank, liebt zwei Frauen, Jane und die blinde Tom. Jane will Richard als praktischen Mann für alle Lebenslagen und für die blinde Tom ist nicht er, sondern sein Augenlicht das Wichtigste. Alle drei sind blinde Egoisten. Ich hab gesagt, ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen, nachdem wir gebumst haben. Ach, wirklich? Es tut mir leid. Ich mag, wie sich dieser Sessel anfühlt. Wie Sand. Wie Sand? Oh, lass mich das auch mal fühlen. Oh Mensch, ist das irre, wenn man die Augen schließt. So ganz anders. Als ob man es vorher nie gefühlt hätte. Ich glaube, du gehst sehr nachlässig mit deinem Tasten um, Richard. Wie bitte? Du gehst sehr nachlässig mit deinen Tasten um, Richard. Oh, ja. Ich weiß schon, was passieren wird. Ich werde in die Beziehung alles investieren und du nichts. Ich habe bisher immer klein beigegeben. Ich habe immer gemacht, was du wolltest. Und du? Du machst überhaupt keine Anstrengung. Bist überhaupt nicht engagiert. Richard, wenn wir beide nicht am gleichen Strand ziehen, wird unsere Beziehung einschlafen. Einfach so. Weg, aus! Ich verstehe nicht, wie du das annimmst. Jane, pass mal auf. Ich mache jetzt einen Vorschlag. Ich wetz mal schnell zur Arbeit, wickle alles schnell ab und komm zurück, sobald ich kann. Hm? Na, und du gehst am besten noch mal ein paar Stunden ins Bett und schläfst ein bisschen. Denn offensichtlich bist du ja total überdreht. Und nachher, wenn ich zurückkomme, dann können wir beide in alter Frische alles bereden, was du bereden willst. Abgemacht? Nein, ich will nicht, dass du jetzt weggehst. Ich will dir das jetzt nicht machen. Dann mach mir das nie! Aber ich muss jetzt... Nein! Gib mir deine Jacke! Ich scheiße auf dich! Und auf deine Pornografie! Richard, weißt du, ich möchte was machen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nur etwas kennenlernen kann, indem ich es anfasse. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich ausziehen. Ich möchte deinen Körper entdecken. Geht das? Ja. Richard lässt sich ganz auf die blinde Tom ein, doch als er sie wirklich zu sehen beginnt, verliert er alles, was er hat. Die beiden Frauen und, wegen seiner Krankheit, auch sein Augenlicht. Kristallklar von Phil Young ist ganz sicher kein Actionstück, aber es ist in jedem Fall, wie ich finde, ein sehr sehenswertes Stück mit sehr viel innerer Spannung drin. Klaus Wagner sind Intendant des Stadttheaters Heilbronn. Warum haben Sie denn diesen Phil Young hergeholt? Sieht es bei den deutschen Autoren im Augenblick so mau aus? Nein, von mau kann keine Rede sein. Wir haben ein schönes Stück gefunden. Wir wollen im Theater Geschichten erzählen. Persönliche Geschichten, private Geschichten, Geschichten, die man als Publikum wiedererleben kann. Deshalb haben wir dieses Stück machen wollen und haben vom Phil Young ein Stück gefunden und hierher gebracht, das Gott sei Dank dem Publikum so gefallen hat, dass wir
die Problematik verbinden konnten mit dem Reiz, dass das Theater auch noch voll ist. Sie arbeiten noch mit einer anderen englischsprachigen Autorin in diesem Fall zusammen, mit Marsha Norman. Auch eine deutsche Erstaufführung hier am Heilbronner Theater mit dem Stück Nachtmutter, an dem am Ende der Selbstmord der jungen Frau steht, der Tochter, nach einem langen Gespräch mit ihrer Mutter. Das ist ein sehr persönliches und auch ein sehr problembeladenes Stück. Sehen Sie darin ein Symptom der Zeit, also keine explizit politischeren Stücke, sondern eine Stücke mehr, die sich im Innenraum abspielen? Wissen Sie, ich denke, Theater ist... Das sind Geschichten, die von Menschen handeln und die menschliche Probleme abhandeln. Das ist das, was eigentlich Theater ausmachen sollte und meistens ausmacht. Und deshalb, denke ich, ist ein wichtiges Stück, das wir da gemacht haben. Man kann nicht sagen, dass das die wichtigste Problematik ist, die wir da vorgefunden haben. Sie ist nur sehr gut geschrieben und sie ist sehr in der Nähe unserer Nerven. Und deshalb haben wir das Stück genommen. Wenn man den Spielplan zum Beispiel des Heilbronner Stadttheaters anschaut, dann ist er ja nicht so stark in diese Richtung ausgerichtet. Kritiker sagen, er habe sogar zu wenig Profil, zu wenig Inhalt. Ja, also von zu wenig Inhalt kann keine Rede sein, denke ich. Auch nicht von zu wenig Profil, weil das Profil ja darin besteht, dass man eine Gesamtheit ausfüllen muss. Deshalb spielen wir neben dem karkassischen Kreidekreis Kiss Me Kate, neben Kiss Me Kate Nachtmutter, neben Nachtmutter Kristallklar, neben Kristallklar wieder ein Stück aus einem anderen Gebiet. Und wir denken, nur das alles zusammen ist das, was das Publikum bei Interesse und also bei uns behält. Und wir wollen sie bei uns halten. Nun ist ja Heilbronn eine Stadt, die in letzter Zeit an sehr exponierter Stelle steht. Beispielsweise der Raketenunfall auf der Waldheide, Stationierung von Atomraketen. Sehen Sie da als Theaterchef die Aufgabe darin, dass das Theater nicht auch auf so etwas eingehen sollte? Eine der Aufgaben, natürlich. Wir haben zum Beispiel eben, um da Meinung zu vertreten und auch Meinung zu bilden, ein Matinee- und Soiree-Programm gemacht, das unser Ensemble entwickelt hat. Wir haben die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus gemacht, um Entsetzen und Schrecken zu artikulieren und auf unser Publikum zu bringen. Und wir denken, dass das eine der Aufgaben des Theaters ist, aber natürlich nicht die einzige, sondern eine und eine wichtige. Wie es auch wichtig ist, die Sehnsucht der Menschen zu erfüllen, die darin besteht, dass man unzufrieden ist mit dem, was man lebt und dass man etwas anderes, Wichtiges, eine Sehnsucht dazu bekommen will, beantwortet bekommen will. Deshalb gehen die Leute ins Theater. Alleweil hat er genug geschwitzt. Und der Klaus Wagner hat mich nicht einmal erwähnt. Schließlich war ich ja der Star von seiner dritten Premiere, wie das Haus eröffnet wurde. Typisch, Mann! Aber die Heilbronner Theatertage sind schon schön. Die haben ein Mordsprogramm ja aufgestellt. Und die Männer, die bringen sogar ein Leich mit. Der großen Erfolge auf kleiner Bühne, das ist das Mannheimer Operngrusikel Die Leiche im Sack, stammt schon aus der Spielzeit 83. Das Ganze ist eine außerordentlich gelungene Persiflage auf Oper überhaupt, eine Parodie, die sich immer seltener gelingt. Das Libretto schrieb der Mannheimer Dramaturg Eberhard Streuel. Die Musik von Franz Wittenbrink zitiert Passagen aus dem Lohengrin über den Freischütz bis zu Fidelio. Eine sehr witzig geknüpfte Handlung, die Partien gesungen von echten Opernprofis. Insgesamt ein Genuss für alle, die Oper auch mal anders sehen können, nämlich als Geburt des Vergnügens aus dem Geist der Musik. Was schildert mal den Hergang? Also das war folgendermaßen. Durch die Welt, durch die Augen, so mich leicht erhält sie ins Dahin. Doch, was musste ich da erschauen? Eine Leiche liegt da drin. Doch, was musste ich da erschauen? Doch, das müssen Sie, Mimi.
Was ist das für eine Dame? Eine Dame? Das ist meine Großschwägerin, ein junges Ding vom Lande. Und warum ist sie verschleiert? Das ist eine Persianerin. Eine Tertianerin. Wie charmant. Vergesse, hab dich ja so gern, du Städtle klein am Neckarstrand. Achtung! Timmy, das unheimliche Wesen aus der Tonne, ein Stück vom Kinder- und Jugendtheater Mannheim. Es ist witziges Theater über den Umgang mit Fremdem, ein Stück über Toleranz, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Bei der Begegnung mit dem seltsamen Frosch geben die Kinder zunächst ihrem ersten Impuls nach. Sie fangen ihn. Erst sehr viel später denken sie um und schließen dann Freundschaft. Ein Miststück bist du und außerdem gefesselt. Au! Und der ist so festgefesselt, dass mein Treten kommt. Wie war das denn, als Sie den Frosch eingefangen haben? Wie fandest du das? Also zuerst war es mal spannend, weil man gedacht hat, der wird jetzt drauf eine 3 fallen, vielleicht. Und dann war es ja noch lustig, wo der plötzlich drin war. Doch, es war ganz toll, finde ich. War es lustig? Mhm. Und man war auch gespannt, wer jetzt in der Kiste drin ist und was es ist. Was hast du geraten, was da drin ist? Fisch. Mir hat es gut gefallen. Ich fand es sehr spannend, aufregend. Ja, es ist sehr gut gemacht, ja. Mal was ganz Neues, ne? Gerade für die Kinder, nicht immer nur Märchen oder so, ne? Im Ganzen tätig die kleine Hexe. Hat dir das gefallen? Ja, hab ich auch zu Hause. Szenen aus dem Kinderfest während der Theatertage. Schminken mit Kindern, das kam erst durch die Kinderladenbewegung am Ende der 60er Jahre auf. Inzwischen gehört es wohl zu jedem Kinderfest, erst recht, wenn es ein Theaterkinderfest ist. Kindertheater, das machen in vielen Fällen auch ausgebildete Schauspieler, fast immer eigentlich, obwohl genau diese Schauspieler dann an den großen Häusern einigermaßen Schwierigkeiten haben, weil das immer als etwas Geringeres angesehen wird. Ist das so, Salome? Ja, es zeigt sich sehr deutlich, dass besonders an den Kritiken, die in den Zeitungen erscheinen, dass wir nicht richtig anerkannt werden. Wir kriegen normalerweise nur eine Kritik mit einer Inhaltsangabe und dann wird noch freundlich über die Schauspieler gelächelt, die doch sich abgestrampelt haben, recht fröhlich und mit viel
Animation an die Kinder, aber es wird überhaupt nicht über Sinnlichkeit und sowas geschrieben, was beim Kindertheater auch ein Schwerpunkt ist. Also gerade jetzt in der neuen Entwicklung, die wir alle versuchen anzustreben. Was hat sich denn da für euch ergeben? Du bist beim Heidelberger Kinder- und Jugendtheater, es waren ja viele andere Kindertheatergruppen auch da, die zusammen auf einem großen Workshop waren. Was ist für euch so der Stand eigentlich nach diesen Theatertagen? Also wir haben festgestellt, dass alle Jugendtheaterensembles auf der Suche nach guten Stücken sind, die weggehen von dem alten Krippstil, wo Schwarz-Weiß-Malerei ist, wo nur pädagogisch gearbeitet wird. Wir wollen mehr Fantasie reinbringen, wir wollen viele Bilder entstehen lassen, die bei den Kindern einfach Emotionen entwickeln. Und also nicht mehr so die Auseinandersetzung mit dem Alltag der Kinder, sondern mehr so in Richtung Fantasie. Ja, das ist also Tendenz überall. Haben denn die Theatertage für euch als Kindertheatergruppen was gebracht? Ja, also das Wichtigste war eigentlich, dass wir mit den Kollegen reden konnten, dass wir Kritikschwierigkeiten langsam abbauen, also dass wir uns gegenseitig sagen, was gut, was schlecht ist, so das, was eigentlich bei den Ensembles im Erwachsenentheater überhaupt nicht der Fall ist. Das, wo jeder der Kritik aus dem Weg geht und wir wollen halt voneinander lernen und dafür haben wir auch eine große Sitzung, ein Gespräch gehabt, wo wir einfach gesucht haben zusammen, was gut, was schlecht ist, wie wir weitermachen können. Im Zelt geht der Zirkus los, ab rüber! Schau mal, wenn ich zurückkomme, musst du jetzt sagen, Bienchen, Bienchen, gib mir Honig. Und dann kriegst du den Honig. Hast du das verstanden? Bienchen, Bienchen, gib mir Honig. Genau. Ja, bloß gib, komm. So, ich bin jetzt das kleine Bienchen und fliege los. So. Spring her! Ich Honig! Ich fliege von Blume zu Blume. Ich hole doch den Honig. Honig. Gib her! Bienchen, Bienchen, gib mir Honig! Als Fazit haben die Kindertheatergruppen für sich gezogen, dass wenigstens bei ihnen der Austausch der einzelnen Gruppen untereinander sehr gut funktioniert hat. Sie waren zusammen untergebracht in einem Waldheim bei Heilbronn und konnten sich, wie sie sagen, Tag und Nacht miteinander beschäftigen. Bei den sogenannten Erwachsenen-Theatertruppen war das nicht so. Die fuhren oft am gleichen Abend oder am nächsten Morgen dann wieder weg. Aber diese enge Zusammenarbeit der Kindertheatergruppen untereinander ging wohl ein bisschen auch, zumindest auf Kosten des Abschlussfestes hier für die Kinder in Heilbronn. Fazit für mich: Bei den nächsten Theatertagen wird dieses Abschlussfest für die Kinder wohl doch ein bisschen liebevoller vorbereitet werden müssen. Das ist also die Altkälte von Heilbronn. Und da haben 2 Jahre lang hat das Theater drin gespielt und auch geprobt. Und gern tät es Theaterleute behalten. Aber es hat geheißen, ihr habt ein neues Haus. Was braucht ihr dann die Kälte? Also wird sie abgerissen aus Sicherheitsgründen. Was immer man darunter versteht. Aber heute Abend wird noch mal drin Theater gespielt, sogar eine Uraufführung von der Landesbühne Bruchsal, eine Sinti-Revue. Hey, halt, 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 halt. Wir hatten euch das erlaubt? Wieso erlaubt? Tun wir was Verbotenes? Der Zeltplatz ist doch zum Campen da. Ja. Und die Landstraße für die Landstreicher. Rolands rollende Revue! Die Sinti-Revue der Badischen Landesbühne erzählt die Geschichte der Sinti-Schaustellerfamilie Roland von Anfang der 30er Jahre bis heute und damit auch ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte. Die Handlung spielt auf mehreren Zeitebenen, das Bühnenbild bleibt dabei aber im Wesentlichen unverändert. Fast alle Schauspieler übernehmen mehrere Rollen. Die Musik zu dieser Revue spielt das Wedeli Köhler Trio, eine der renommiertesten Sinti-Swingbands. Einzig einer war, durfte ich bei Ihnen mitmachen. Der einzige Gaccio und das Sinti. Das hat mich unheimlich stolz gemacht. 2, 3 Jahre noch dann. Neue Schuhe. Hab ich jetzt schon. Stiefel. Eine Uniform. Die große neue Zeit. Das riecht nach Blut, junger Mann. Das endet nicht gut.
Na, rucke die Kuh, Blut ist im Schuh, komm! Das alte Hexe, Schloss, Unsinn ist das ist ja! Ist doch alles Schwindel, alles Hokus Pokus! Na, und da seid ihr alle ihr Zigeuner, aber ihr kommt auch noch dran. Meine Herrschaften! Zum Glück ist man kein Jud. Da kann man haben guten Mut. Es wird nichts Böses uns geschehen. Naja, naja, wir werden sehen. Sag, wohin werden wir gebracht? Der Zug fährt schon die dritte Nacht. So groß kann Deutschland doch nicht sein. Wann wird die Fahrt zu Ende sein? Schade um dich. Frontkämpfer, silberne Nahkampfspange, EK2, Verwundetenabzeichen. Alle Achtung, das spricht für dich. Andererseits, verschweigst du, dass du Zigeuner bist. Warum eigentlich? Warum? Antwort! Das Gesundheitsamt. Die Rassenhygiene. Verstehe, das passte dir nicht. Aber die zügellose Triebhaftigkeit eurer Rasse ist ja bekannt, oder? Antwort! Jawohl, Herr Obersturmführer. Nun ja, mal sehen, vielleicht, aber steht doch ein bisschen locker. Vielleicht gelingt es ja dir beizubringen, dass ich unser Volk sein Blut nicht versauen lassen darf. Da siehst du doch ein, oder? Antwort! Jawohl, Herr Obersturmführer. Geburtsurkunde, Totenschein. So sind nun mal die Behörden. Nichts geht ohne Papiere. Ja, aber die haben sie uns doch abgenommen. Ich? Nein, nicht sie. Die SS in Auschwitz. Auschwitz. Ja, ja. Wer möchte da nicht alles gewesen sein? Niemand. Wie bitte? Niemand möchte da gewesen sein. Also ich finde es aufregend. So ohne die festen vier Wände. Ja, wie die Indianer das ganze Jahr mit dem Wagen unterwegs. Es ist Wagen stehen im Wald am Lagerfeuer. Frauen laufen in bunten Röcken. Oh ja, bitte, singen Sie uns doch etwas vor. Das war anno dazumal, gnädige Frau. Aber es ist doch auch im Sinne Ihrer Sache. Wann schauen Ihnen schon mal so viele Leute zu? Als wenn wir spielen und tanzen. Bekommt man hier keinen Kaffee? Ich schlafe bald ein. Ich sehe gerade, ich bekomme von der Technik ein Zeichen, dass wir nicht mehr lange auf Sendung sind. Ich hoffe, wir haben mit unserer Initiative ein Zeichen gesetzt, dass das tatkräftige Zupacken des Bürgers an der Basis manche Maßnahme des Gesetzgebers erübrigt. Aus der Sendereihe Hallo Nachbarn verabschieden wir uns heute unter dem Motto: Auch Zigeuner sind Menschen. Wir danken Ihnen. Frau Lacquerin, draußen läuft jetzt die Premierenfeier. Die Schauspieler feiern ihre Inszenierung. Was ist es für Sie eigentlich für ein Gefühl? Das Stück hat auf Ihrer Biografie beruht. Es erzählt eigentlich Ihre eigene Geschichte. Wie geht es Ihnen dabei? Ja, also es waren Szenen dabei, wo mir die Gänsehaut überlief. Weil das so realistisch war, so original, wie wir das wirklich mitgemacht haben. Es waren ja nicht nur ich, die diese Sachen miterlebt haben. Mein ganzes Volk hat ja das erlebt. Und ich finde, das Stück war sehr, sehr gut. Die Texte sind so primitiv und derartig auf Sentimentalitäten angelegt. Das ist für mich eine genauso sentimentale Geschichte wie der Holocaust-Film war. Damit, glaube ich, desavouiert man die ganze Geschichte nur. Es war gut improvisiert. Mir hat's gut gefallen. Ich habe interessiert zugeschaut, ob es was nützt, ob es auf die Gesinnung der Leute einen Einfluss hat, auf ihre Haltung den Sintis gegenüber. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es schon ein Stückchen Mut kostet, so ein Stück aufzuführen, weil es, glaube ich, im heutigen Trend eigentlich nicht mehr liegt,
eben die Geschichte des Dritten Reichs eben aufzuarbeiten, auch aufzuarbeiten gegenüber einer anderen Volksgruppe, den Deutschen, Sinti und Roma. Ob die Art die richtige ist, wage ich im Moment zu bezweifeln. Jedenfalls ist eine Öffentlichkeit geschaffen worden und es wird eine Diskussion stattfinden. Und wenn das Stück das bewirkt hat, dann ist es in Ordnung. Autor der Sinti-Revue ist Michael Krausnick. Er hat sich sehr lange und sehr intensiv mit der Geschichte der Sinti und der Roma beschäftigt. Herr Krausnick, trotz, wie ich finde, einer ganzen Reihe von Unzulänglichkeiten, jedenfalls in der Inszenierung, also im Theater selber, sind Sie denn zufrieden mit Ihrem Stück, so wie es realisiert worden ist? Ja, ich bin zufrieden mit der Realisation. Ich glaube, dass das, was hier versucht wird auf der Bühne, so eine Art Quadratur des Kreises ist, nämlich Unterhaltsames, eine Revueform, Theatralik, Jahrmarktsatmosphäre zu verbinden mit der doch sehr bedrückenden Geschichte der Sinti und Roma und damit auch so ein bisschen diese Frage, diese Problematik an das Publikum weiterzugeben. Und ich bewundere eigentlich die große Anstrengung des Ensembles, das also wirklich sich engagiert hat für dieses Stück, um das auf die Bühne zu stellen. Und für mich ist es eine optimale Form. Dankeschön. Die Sinti-Revue der Landesbühne Bruchsal, das ist ganz sicher einer der Glanzabende in der letzten Zeit gewesen. Der Alltag einer Landesbühne sieht allerdings sehr viel anders aus, es ist nämlich schlicht und einfach harte Arbeit. Badische Landesbühne Bruchsal zu Gast in Bad Wimpfen. Im Fachjargon ein Abstecher. 22 Abstecher wird es allein im Monat Mai geben. Für die Schauspieler bedeutet das insgesamt rund 44 Stunden nur Busfahrt. Romantik würde ich das nicht nennen. Es ist schon harte Arbeit. Aber bei mir ist es nur so, ich habe meinen Beruf sehr gerne und nehme das eben auf mich. Ich wusste ja, es hat mich ja keiner geprügelt, Schauspielerin zu werden. Und ich wusste, was da auf mich zukommt. Und diese Romantik, die man so als junges Mädchen dann hat, von wegen jetzt berühmt werden und was weiß ich, solche Sachen. Also diese Flausen hatte ich von Anfang an nicht. Ich habe jetzt vor Ostern 6 Wochen nonstop durchgearbeitet, bin 6 Wochen lang jeden Tag, einschließlich Sonntag, in diesem Bus gesessen. Ich kann ihn eigentlich nicht mehr sehen. Für die Bühnentechniker beginnt die Arbeit schon am Nachmittag. Bis 18 Uhr muss das komplette Bühnenbild am Gastspielort stehen, inklusive Beleuchtungsanlage. Schon bei den Entwürfen hat der Bühnenbildner zu berücksichtigen, Bauten und Requisiten müssen für jedes Stück transportabel sein und unterschiedlichsten Bühnenverhältnissen gerecht werden. Wenn dann lange Teile dabei sind, wie wir heute eins dabei haben, ganz große, lange Balken, dann bringen wir kaum übers Treppenhaus hoch, müssen rumwuchten, zu viert dann rummachen und so weiter. Das hat schon Schwierigkeiten. Und zum Beispiel hier, der Boden ist so alt und knatscht schon dermaßen, dass man immer Teppiche mitnehmen müssen. Dass wenn die Schauspieler auch rumwollen, dass es nicht so knarrt. Improvisiert wird aber auch hinter der Bühne. Wie hier in Bad Wimpfen haben die wenigsten Gastspielorte ordentliche Garderoben oder Schminkräume. Bei größeren Produktionen geht es hier eng zu. Dazu kommt, die Schauspieler müssen sich fast jeden Abend auf neue Orts- und Bühnenverhältnisse einstellen. Ein Unsicherheitsfaktor nach Probenzeiten von nur 4 bis maximal 6 Wochen pro Stück. Die Wimpfener Herrengarderobe. Nur ein Plastikvorhang trennt die Schauspieler vom Publikum im Foyer. Konzentrationsübungen vor der Vorstellung entfallen damit. Die Arbeitsbedingungen sind wahnsinnig hart. Das geht für junge Menschen, aber für eine ältere ist das für eine Rolle. Das geht, aber für mehr. Nein, das wäre nicht möglich. In Bad Wimpfen hat mich wahnsinnig gestört, dass dauernd die Männer durch die Garderobe der Frauen gehen und ich muss mich da ausziehen, wenn die Männer durchmarschieren. Das imponiert mir gar nicht. Da kann ich nur sagen, das ist grauenvoll, das ist auch nicht. Na, das kann man einfach nicht
niemand zumuten. Auch dieser Bus gehört zur Badischen Landesbühne, die 17 Orten der Stadttheater ersetzen will. Das heißt zusätzlich zu den Vorstellungen Autorenlesungen und Diskussionsabende mit Dramaturgen vor Ort. Wir spielen ein Stück nur einmal in jeder Gemeinde. Und nach der Vorstellung sind wir dann praktisch für 6 Wochen nicht mehr präsent in dem Ort. Das heißt, wir müssen begleitende Maßnahmen wie Vorbereitungen, Nachbereitungen und so weiter durchführen, damit wir mit den Bürgern, unseren Theaterbesuchern immer wieder im Gespräch bleiben. Das Justus-Knecht-Gymnasium in Bruchsal, der Heimspielort der Landesbühne. Montag bis Samstag wird hier in der Aula auch geprobt. Morgens 10 bis 14 und abends 18 bis 22 Uhr. Schauspielergagen zwischen 1700 und 3000 Mark brutto. Intendanz, Dramaturgie und Werkstätten sind in der Klosterstraße untergebracht. Insgesamt ist die Landesbühne in Bruchsal auf 4 verschiedene Häuser verteilt. Zurzeit im Bau das Bürgerzentrum Bruchsal. Hier soll das Theater bald wenigstens eine richtige Bühne erhalten. An den Arbeitsbedingungen des Tourneetheaters wird sich so bald aber wohl nichts ändern. Ich habe hier Zeiten erlebt, wo der Spaß aufgehört hat. Aber ich meine, es kommen immer wieder dann Phasen, wo man sich erholt, wo man nur spielt und dann kommt auch sofort der Spaß wieder. Und man freut sich natürlich immer auf die neuen Projekte. Sie sehen, der Alltag an einer Landesbühne ist sehr schwierig und für die, die es machen, ziemlich desillusionierend. Frage, wird da nicht zu viel Idealismus von denen, die es machen, gefordert? Eine der Fragen, die wir heute Abend an diesem Tisch diskutieren wollen, im Theaterzelt, in der Theaterkneipe in Heilbronn. Ich darf Ihnen vorstellen, die Diskussionsrunde, Herr Dr. Rettich aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst, aber auch hier in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Landesverbandes der Deutschen Bühnen für Baden-Württemberg. Neben ihm Hans-Jakob Ammann, er ist Intendant am Stadttheater in Konstanz, und Christoph Müller, Journalist und Theaterkritiker. Herr Rettich, wird da zu viel Idealismus gefordert von den Schauspielern? Also Idealismus zu viel wird meiner Auffassung nach nicht gefordert, denn die Schauspieler, gerade an den kleinen Bühnen, bringen gerne und mit großer Begeisterung Idealismus ein. Und als Beispiel dafür kann man gerade diese laufenden baden-württembergischen Theatertage anführen, denn es sind symptomatischerweise gerade die 3 Landesbühnen, die Uraufführungen bringen, vom Landesverband subventionierte Uraufführungen, aber die sich einfach der Mühe unterzogen haben, hier ein ganz wichtiges kulturpolitisches Element der Theatertage zum Tragen zu bringen, nämlich die Uraufführungen. Theatertage, Sie haben viel Lob bekommen, Sie haben eben auch schon einiges gespendet, aber Sie haben im Vorhinein auch schon Kritik bekommen, nämlich zum Beispiel von dem Theaterkritiker Christoph Müller. Herr Müller, was sind denn so die zentralen Punkte Ihrer Kritik an diesen Theatertagen? Ich habe grundsätzliche Probleme mit den Theatertagen, weil ich mir immer noch nicht klar bin, für wen, außer für das Publikum in der Stadt, wo sie stattfinden, sind sie eigentlich gedacht und gemacht. Und dass überhaupt niemand da ist, der sagt, wer bringt was, sondern einfach sagt theatralische Besonderheiten. Also da würde ich mindestens die Hälfte der Vorführung nicht vor theatralisch Besonderheiten. Stuttgart kommt nur mit seiner mit Abstand miesesten Produktion, den Parasiten. Die Konzeption stimmt so lange nicht, solange die Theaterleute selber sich hier nicht mit identifizieren. Und das tun sie nicht. Zum Beispiel jetzt bereits sind beide angebotene Workshops fallen aus, mangels Interesse der Theaterleute, weil die sagen, na also so ein George Tabori-Verschnitt, man wollen wir, da machen wir nicht mit. Herr Ammann, Sie waren mit im Vorbereitungskomitee. Was sind die Kriterien, warum hier eine Bühne Ihre Aufführung präsentiert? Es ist ja nicht so, dass diese Theatertage hier konzeptionslos sind. Es ist ja so, dass einige Stücke zum Beispiel jetzt zusammengekommen sind, die sich zum Thema 8. Mai, ich würde es mal sagen, Vergangenheitsbewältigung in diesem Lande, Umgang mit Vergangenheit, Umgang mit Geschichte, mit Zeitgeschichte, dass sich da einige Stücke eingestellt haben. Das wird ja auch von dem Chefdramaturgen dieses Hauses hier in Heilbronn deutlich gesagt. Und man kann nicht sagen, natürlich, dass das geplant war, das hat sich jetzt inzwischen so eingestellt, aber es ist wiederum ein Beleg für die Lebendigkeit der einzelnen Theaterstädte im Lande, die sich dann wiederum mit diesem Themenkreis befassen. Also ja. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sich dann eine Konzeption im Verlaufe der Vorbereitungszeit entwickelt. Also Nachfrage, ja, ist es nicht so, der Herr Müller hat es eben schon angedeutet, die Stuttgarter Produktion
kam mit einer ihrer in der Kritik jedenfalls als schlechtesten Aufführung bezeichneten Aufführung, nämlich mit dem Schiller. Symptomatisch, die Freiburger kommen nicht mit Andrea Brett, einem Regietalent mit zwei Aufführungen, auf die man aufmerksam geworden ist, sondern mit anderen Produktionen. Frage, ist dieses Forum überhaupt attraktiv genug für die Künstler im Lande, dass sie hierher kommen oder woran liegt das? Also es gibt die Schwierigkeit, dass natürlich eben die Qualität der Produktionen im Voraus schwer beurteilt werden kann. Es gibt gewisse, und das hängt von den einzelnen Bühnen ab, gewisse finanzielle und vor allem technische Einengungen. Also für gelungene Produktionen, etwa die der Andrea Brett, das könnte man prüfen, ob das hier geht oder nicht. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, entscheidend ist das Bewusstsein der Theaterleute, die in den einzelnen Theaterstädten selbst Theater machen. Und da gibt es in der Tat Unterschiede. Das kann ich dem Christoph Müller auch nicht verargen, wenn er darüber nachdenkt. Und wenn er sagt, also dass es einzelne Theater gibt, die, wie soll ich sagen, in einer etwas entfremdeten Beziehung zu diesen Theatertagen stehen. Also und daran ist zu arbeiten. Also ich finde einfach, es muss ein gemeinsamerer Nenner gefunden werden als bisher, das möglich macht, Stuttgart-Karlsruhe-Mannheim in Relation zu setzen zu Bruchsal, Konstanz, Tübingen oder sowas. Und das gelingt so arg nicht. Ich erinnere mich an Vorstellungen, da war es in Karlsruhe, da war das große Haus voll mit über 1000 Leuten und wo Heilbronn spielte, waren nicht mal 30. Einer davon war ich. Ich litt auch vor mich hin. Ich wäre auch lieber in die große Vorstellung. Und das ist er macht mir das örtliche Interesse der Theatertage, also das Interesse des örtlichen Zuschauers, zu klein. Ich halte es schon für einen wichtigen theaterpolitischen Gesichtspunkt, wenn ein Heilbronner die Möglichkeit hat, innerhalb von 8 Tagen 34 Theaterproduktionen zu sehen. Das allein, ist ja schon ein wichtiger Gesichtspunkt. Er kann auswählen zwischen 34 Theaterproduktionen. Das kann er sonst nie und es wird er lange nicht mehr können. Hermann, wie erklären Sie sich, dass auf den Theatertagen, wenn man sich so umschaut, eigentlich sehr wenige Inszenierungen da sind, die wirklich riskant sind, also wenig provokante Inszenierungen? Ist das nicht mehr so gewollt und nicht mehr so geliebt? Ist da möglicherweise eine Schere im Kopf schon bei den Theatermachern selber oder wie ist das zu verstehen? Ich kann nur sagen, die Argumentationskraft der einzelnen Theaterleute, die ist entscheidend, um eine bestimmte Konzeption in den einzelnen Theaterstädten durchzusetzen. Und dafür gibt es Beispiele in Baden-Württemberg. Es kommt auf den langen Atem an, es kommt auf die Argumentationsweise an, es kommt auf die Intelligenz der Argumentation an und es kommt darauf an, ob ein Theater dem Publikum überhaupt was zu sagen hat. In Baden-Württemberg findet und fahren kein Fall von Zensur statt, seit der peinlichen, das sind wir uns jetzt auch einig, seit der Peimann-Vertreibung. Ist hier nichts, da haben die viel gelernt und hier kann man wirklich frei Theater machen. Ich höre das von allen Theaterleuten. Und da, also in Baden-Württemberg ist Theater nicht bedroht vom Staat, dass die Zensur schreien wegen Politik oder so. Da hat die CDU gelernt und Herr Späth schmückt sich ja auch gerne mit der Kunst, immer mehr sogar. Wir hatten in Tübingen einen, weiß Gott, ausdrücklich linken Intendanten mit dem Klaus Bierwurst. Der konnte machen, was er will. Der konnte Stücke von Peter Paul Zahl ansetzen, die da nie rauskamen, weil sie so schlecht waren. Er hatte sich nicht mit der Stadt auseinanderzusetzen, sondern mit dem Land. Gell? Ja, also da fühlen sich Theaterleute hier wohl und gut aufgehoben. Und das freut einen Kritiker zunächst mal immer. Man kann nämlich dann wirklich auf das eingehen, worum es geht, auf Kunst und auf Form und auf Ästhetik. Ach, das ist schon komisch. Man kriegt halt nicht die Kritiker und die Künstler ohne Anhut. Dabei wäre es so einfach. Wenn man nämlich die Kritiker mal ein Theater spielen lassen oder Opern singen oder zum Beispiel Ballett machen, denn getanzt wird auch, und zwar vom Freiburger Theater, der Walz Nocturne. Zwei
Zwei sehr bemerkenswerte Inszenierungen des Tanztheaters hatten sich für Heilbronn angemeldet, nämlich die Sylvia Plath des Heidelberger Choreografen und Regisseurs Johann Kresnik und, wie hier, die Freiburger Ballettkompanie von Christina Horvath. Waltz Nocturne ist der Titel ihres Balletts aus der Spielzeit 83-84. Die Musik reicht von Béla Bartók über John Cage bis hin zu der amerikanischen Avantgarde-Künstlerin Laurie Anderson. In der Choreografie ist der Einfluss der unkonventionellen Pina Bausch zuweilen sehr stark spürbar. Es geht sogar bis ins Thema dieses Balletts von Christina Horvath hinein, nämlich die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Das war unser kleiner Streifzug durch die Heilbronner Theatertage. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Klar ist natürlich, dass wir nicht alle Aufführungen zeigen konnten. Wir mussten uns auch auf ein paar wenige konzentrieren, obwohl es natürlich sehr, sehr viel mehr sehenswerte Dinge hier gegeben hat. Das war's, aber es war es nur beinahe, denn wir haben natürlich noch ein Geheimnis zu liften. Ganz klar, nämlich das Kätchen. Kätchen? Ja. Hallo? Kommen Sie doch bitte gerade mal raus. Unser Kätchen nämlich ist Liesel Christ. Sie kennen sie vielleicht als Mama Hesselbach, aus den Hesselbachs, aber vielleicht auch aus vielen anderen Theaterstücken. Frau Christ, Ihre alte Theaterheimat ist Heilbronn. Ja, ich bin als junge Schauspielerin im zweiten Engagement hier in Heilbronn gewesen, von 38 bis 44. Und zwar meine schönste Theaterzeit natürlich. Ich habe hier alles gespielt, was gut und teuer war. Nur leider nicht das Kätchen von Heilbronn. Aber ich wurde sehr bald die Christ von Heilbronn und das hat mir sehr viel bedeutet. Und bin es geblieben bis zum heutigen Tag. Habe mich sehr eingesetzt für den Wiederaufbau des Hauses, der ja leider nicht möglich war, denn obwohl ich 46 meine alten Kostüme hier abgehängt habe und hier bunte Abende gegeben habe für den Wiederaufbau des Hauses, aber dann war eben die Bausubstanz nicht mehr gegeben. Nun gut, nun hat Heilbronn ein neues, schönes Theater. Irgendwann haben Sie einen Riesensprung von Heilbronn erstmal weggemacht, nämlich zum Beispiel, und sagen wir gleich das Ende dieser Kette, zu den Hesselbachs. Haben Sie manchmal Sehnsucht, wieder Hesselbach zu sein, Mama Hesselbach? Ja, es ist natürlich nicht mehr zu vollziehen, seitdem eben der Baba nicht mehr lebt. Aber was mich am meisten freut ist, ich meine, Ihr Sender hat es ja auch gebracht in Wiederholung, wie unvergessen wir eigentlich sind. Und das beglückt einen doch sehr, nach so langer Zeit. Es sind ja fast 20 Jahre her.
Sie haben heute ein Theater in Frankfurt. Ja, das Volkstheater Frankfurt, da spiele ich zurzeit die Mutter Wolfen im Biberpelz. Aber Sie haben auch in Heilbronn gespielt, vor noch gar nicht langer Zeit, nämlich zur Eröffnung einer der Premieren dieses Hauses. Und da haben wir jetzt eine kleine Überraschung für Sie. Ich hoffe, dass es klappt. Da kommt er. Die Charlene! Ja, komm her! Ja, grüß die Charlene! Die Charlene, liebe Zuschauer, ist nämlich der Hund, der in einer der Eröffnungspremieren des Hauses mit Frau Christ zusammen gespielt hat. Nichts mitgebracht. Kein Frankfurter Würstchen, gell? Das war sie nämlich von mir gewöhnt. Hat sie sie noch erkannt gerade? Ja, ja. Charlene, die ist immer gleich zu mir gesprungen gekommen und hat sofort an meine Tasche geschnubbelt, weil sie wusste, was da drin war. Und das hat sie auch auf der Bühne gemacht. Frau Christ, vielen herzlichen Dank, dass Sie mit uns durch die Theatertage gegangen sind. Ja, das hat mich nur zu gern gemacht. Ich hoffe, dass es Ihnen zu Hause auch ein bisschen Spaß gemacht hat, zusammen mit dem Käthchen, also Frau Christ und uns, diesen Streifzug zu unternehmen. Ich mache noch einen kleinen Streifzug für mich und ansonsten Wiedersehen. Wir machen Musik, da geht das ganze Kopf auf. Wir machen Musik, da bleibt die Luft weg. Oh, du hast ja nur ein paar Haare auf der Brust. Bin ganz die Mama. Sieh einmal, hier steht da, steht da, voll in der Stufe. Jetzt habe ich jetzt genug. Herbert, mit wem? Und probieren das. Ja, es tut mir jetzt leid. Addio, addio. Addio, addio. Addio, addio. Bravo, 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 bravo,